Hallo und willkommen zurück zu Anno 1800. Dankeschön, dass du eingeschaltet hast. Vergiss nicht zu abonnieren, dann verpasst du auch nichts mehr. Und weiter geht es mit meiner Insel, also der Hauptinsel und den anderen auch. So, wir haben letztes Mal einiges an Handwerkern gemacht und die bekommen gerade eine Menge Fleischkonserven geliefert. Ich hoffe, das reicht. Ich kontrolliere auch gleich nochmal, ob wir von dem Rest genug haben, weil immer, wenn wir irgendwas upgraden, haben wir irgendwie mehr Leute und die wollen halt mehr fressen. Ganz klar. So, aber erstmal, wo hat sich unser Captain gemeldet? Hoffentlich sucht es uns nicht. Eine schwere Krankheit. Cool, den Schiffsarzt einen Impfstoff herstellen lassen. Das macht er mit unserem Schnappes. Lol. Komm, wir verteilen den Wirkstoff kostenlos. Wir sind korrekt. Ja, und bekommen eine Bedienstete. Ja! Finde ich voll krass. Ey, die muss ich echt hier reintun? Ja! Oh Mann, ey. Aber doch nicht unseren Ja, egal, wir lassen den Proviant da. Das ist voll gut. Wenn wir jetzt irgendwann irgendwo ankommen, haben wir einfach nichts mehr mit. Und vor allem, wie krass überlegt man, ich helfe den Einwohnern und die schenken mir einfach eine Person. Das ist so, als ob euer Nachbar fragt, ob er dem mal kurz irgendwas anschließt und dann macht er das und dann kriegt er sein Kind. Was ist das denn? Oh. Ja, warum? Warte mal, ganz kurz gucken. Der braucht 1 Minute 30. Der braucht 2 Minuten. Okay, der wartet immer 30 Sekunden, ne? Das ist natürlich toll. Aber machen wir. Ich glaube, die Lilane geht irgendwann mega ab. Das wird unser schlimmster Feind. Wir sollten die Inseln, die anderen Inseln besetzen, bevor die so groß wird, die Dame. Also die sollten wir auf jeden Fall noch besetzen. Machen wir jetzt auch gleich. Aber erstmal haben wir hierhin ein bisschen Stahl gebracht, glaube ich. Flaggschiff steht zu Diensten. Oh ja, ich packe erstmal alles da rein. Nimm mir aber wieder 10 raus und vor allen Dingen auch ein bisschen Holz. Und dann fährt dieses wunderschöne Schiff, die Maiblume, zu dieser wunderschönen Insel hier. Wo ist denn die andere Anlegestelle? Die wäre hier. Ich glaube, hier wäre besser. Koordinaten eingezeichnet. Koordinaten eingezeichnet. Ich glaube, das Schiff wird kaputt gehen, aber wir probieren es. Oh, stimmt, wir haben ja eine Insel, die auf Maximum an Zeug ist. Also die kann nicht mehr speichern. Die Insel hier sieht nicht so beängstigend aus. Was meinst du? Nein. Das ist die Insel, wo ich gerade hinfahre. Der hat sie doch wohl nicht mehr alle. Ich glaube, der spinnt. Ja, auch bleibt stabil. Ja, ist klar, weil wir halt total viel haben. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen hier auf dieser Insel auf jeden Fall einen Fischer. Warum kann man das denn nicht hoch und runter ziehen, wie man möchte? Man hat immer so einen Krüppelhafen. So, Fische kommen. Oh. Ja, was fehlt denn noch? Noch fehlt nichts, ne? Kleidung haben wir ohne Ende. Schnappes, wird der hingeliefert oder machen den selber? Der wird geliefert, okay. Wir haben alles voll. Alles. Schön, das Lagerhaus mal. Hat total keinen Sinn gemacht. Hat nur Geld gekostet. Aber passt schon. So. Ach, sie sind viel zu gut zu uns. Oh ja, weiß ich. Solange ihr mir Geld gebt, ist alles gut für mich. Geld und Arbeit. Arbeit, Arbeit. Muss ich mir so vorstellen, wenn du so, keine Ahnung, so ganz viele Untertanen hast. Und dann hältst du die aber dumm. Weil du nur das Geld haben willst. Also eigentlich wie in echt. So, wir haben da ein bisschen upgegradet. Jetzt gehen wir wieder hier rüber. Ah, genau, hier muss ich eher einmal kontrollieren. Was hat unsere Stadt, was die anderen nicht haben? Guck gerade. Fische gehen nach unten. Wir müssen gucken, was nach unten geht. Gucken. Wir müssen gucken, was nach unten geht. Fische und Garn nimmt ab. Okay, da müssen wir jetzt gleich mal nachbessern. Fische, hier. Da hier auch wieder der Kuppelhafen. Super ätzend. Arbeit haben wir genug. Die machen ja auch nichts anderes hier, ne? Die sind nur für die Fische.
Nein. So. Geht das? Passt das? Ich glaube nicht. Die Ecke hier ist nicht als Weg. Oh, zumindest wird das nicht zu so komischen Straßen. Das wird einen einfach nur zu Wegen oder so. Aber ist schon mal gut. Zum Platz wird das. Sehr gut. Ja, da haben wir doch da mal einen wunderschönen Platz geschaffen mit Fisch. Geht auch mega ab, hoffentlich. So, jetzt machen wir, wenn wir schon mal da sind. Die sind ja alle soweit glücklich. Machen wir das und gucken, was passiert mit unserem Geld. Die Waffenruhe wurde beendet. Oh, Waffenruhe beendet. Jetzt geht gleich wieder ab. Gibt's gleich wieder Action am Start dieser Hauptinsel. Kalapä. Warum ist der Name eigentlich so blöd? Weil ich den noch nicht geändert habe, ne? Ja, aber warum nicht? Keine Ahnung. So. Unaussprechliche Schrecken. Da, jetzt geht's ab. Kriege ich wieder eine Bedienstete bestimmt. Warum? Tempel des Affengottes. Huiuiui. Hört sich jetzt aber krass an. Den Tempel meiden und einen anderen Weg zum Wasserfall suchen. Ah, machen wir so. Es gelingt den Männern, eine Ausweichroute zum Wasserfall zu finden. Okay. Jetzt habe ich ja gar nichts gefunden. Was war das denn? All die sagenhaften Länder. Oh. Volk zur See ist. Wow, neue Welt gefunden. Enchanté. Falls sich einige meiner Leute schlecht benehmen sollten, seien sie nachsichtig. Oh, oh. So hat es die Krone ihnen leider vorgelebt. Ah. Auch die alte Dame ist verlassen. Ich bin Isabel Sarmento und ich werde mein Land befreien. Bist du für oder gegen mich? Ich bin natürlich für dich, Alter. Ich bin Isabel Sarmento und ich werde mein Land befreien. Bist du für oder gegen mich? Ein neuer Auftrag? Oh, cool, danke schön. Die gibt mir einfach ein Schiff, Alter. Cool. Was muss ich aber ganz schnell hin, aber ganz schnell. Gute Schiffe zu kommen. Zum Glück haben wir mächtige Freunde. Hier, da muss er hin. Steuermann. Neues Spielgebiet freigeschaltet. Und zwar genau die Ecke, das ist eigentlich gut, weil ich glaube, hier oben fahren die ja raus, ne? Glaube ich. Oder wo fährt das Schiff raus? Ist schon weg. Route eingezeichnet. Jetzt haben wir eine neue Insel. Wow. Oh, Arbeiterhaus in Genesox. Wo ist Genesox? Da? Ja, hier ist Genesox. Los, mobilisiert euch. Ich habe zwei Feuerwehrleute. Feuerwehr im Einsatz. Interessant. Ja, ist aber gut, ne? Ist eine sehr, also wegen der sehr hohen Bebauungsdichte kann hier durchaus mal eher ein Feuer entstehen als sonst. Vielleicht machen wir auch einfach hier mal eine Lücke zwischen. Die Bude hier ist in Ordnung, bis auf den. Aber ich kann gar nichts umbauen jetzt, wo es brennt. Okay, ist ja gut, Alter. Machen wir dann später. Oder man macht die jetzt. Ne, wir machen die hier zwischen. Wir trennen das halt so ein bisschen und dann haben wir ein bisschen Luft. Das wird cool. Oh, oh, schnell. Oh. Bereit für neue Befehle. Es gehört sich nicht. Dein ganzes Glück da mit all den Inseln. Doch, genau das gehört sich so, Alter. Je höher der Flug, desto tiefer der Fall. Zink und Steine unten an der Manchmal Ecke. Manchmal muss man einfach an anderen Leuten eine Lanze brechen. Steuermann? Warnungen, das brennt ja immer noch. Ah, geht aber. Müssen wir gleich nur, wie gesagt, ein bisschen auseinanderziehen, die Gebäude. Geht sogar jetzt schon. Spielstand. Ne, da geht's nicht, okay. Hallo? Achso, es brennt noch. Da auch. Muss mir so vorstellen. Überleg mal. Kommst nach Hause so nach deinem Arbeitstag auf dem Feld. Denkst dir so, oh, jetzt einfach mal nach Hause gehen. Dann läufst du um die Ecke, ist dein Haus weg. Also nicht, weil es gebrannt hat, sondern einfach, weil es versetzt wurde. Darf ich mir auch denken, was ist denn jetzt los? Wo ist meine Hut?
Wo ist denn meine Hut? Würde ich dann nur denken. Und genau so würde ich das denken. Man soll zwar nicht meinen, dass das viel bringt, aber wenn man auf der Hauptinsel mal lunzt, da hat es so gut wie noch nie gebrannt. Hätte ich nicht sagen dürfen. Jetzt ist gleich Feuer da. Aber vom Prinzip her hat es da wirklich noch nie gebrannt. Und deswegen wäre das einfach mal ein Versuch wert, hier einfach mal ein bisschen was hinzuplanten und gucken, was passiert. So, wir haben das Ganze jetzt ein bisschen getrennt, können da noch das Haus fertig bauen, können vielleicht hier noch was upgraden. Nicht viel, sondern nur so für 48 Holz mal eben. Dann da noch eine Straße drum, zack. Hier noch ein bisschen Gebüsch. Ja, ist doch gut, oder nicht? Ubisoft Club. Denkmal Anno 1602. Ja, machen wir hier hin. Freuen die sich. Machen die mega Party, Alter. So, 1600 plus. Nice. Peter freut sich auch über die kleinen Dinge. Warte mal, ist unser Schiff denn in der anderen Welt angekommen? Jetzt müsste er die ganze Zeit hin und her springen, oder was? Wahrscheinlich, ne? Boah, wollte schon sein, ich dachte, es wird schon verfolgt sie hier von so. Sie mag hübsch aussehen, aber... Alter, die dominiert hier alles. Zeit, den Sextanten zu entstauben. Was? Oh, warte mal, ist das eine Schiff überhaupt schon zurück? Ich glaube nicht. Bretter, Bretter, Ziegelsteine, Stahlträger. Ach ne, warte mal, die fährt ja gerade irgendwo hin, ne? Können wir das, kann ich gleich sagen? Ich komme gleich drauf zurück. Geht nicht, Mist. Ich sollte auf jeden Fall mal das eine Schiff leer machen, was jetzt hier irgendwo ist. Oh, ein Stadtfest. Ich nenne es jetzt einfach mal. Ich hatte auch irgendwie Angst, dass es einfach so ein Schiff hier ist, was ich quasi... Handelsroute 1, so heißt das Schiff. Zack. Maiblume, Handelsroute 1. Welches Schiff hat er denn da gerade genannt? Ach, in der anderen Welt das Schiff. Ja, das brauche ich doch. Was ist das denn für ein Typ? Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Oh, perfekt. So, wir brauchen jetzt mal mehr Schiffe hier am Start. Aber sowas von mehr Schiffe. Ja, was kann man denn hier machen? Zink, Zement, Eisen, Lehm. So eine Lehm- und Eiseninsel, cool. Wir kommen von den Eiseninseln, das ist unser Schiff. Voll geil so. Oh, warte mal, wir brauchen noch einen Besucher, Kai. Wurde uns doch letztes Mal erwähnt. Ich glaube, ich habe den Kai ignoriert. Machen wir da nächste Runde. Vergesse ich eh wieder, cool. So. Kann man das auch ausmachen? Ich möchte nicht, dass der die ganze Zeit rumhandelt. So, alles gut. Rumhandelt. Boah, war der schlecht. Expedition 1. Handelsroute. Okay. Ah, alles gut. Oh, gar nicht gut. Ja, habt ihr bestimmt schon geschrieben, ne? Und Peter hat es einfach ignoriert. Okay, warte, ich nehme es mal einmal raus. Sie brauchen dringend ein Lager. So. Jetzt geht's auch. Jetzt geht's ab. Ah, deswegen nahmen Bindfäden noch ab, ne? Verstehe. Fehlende Ware. Wurst. Okay. Spielstand gespeichert. Oh, warte mal, jetzt kann ich hier eine Schule... Ach genau, deswegen habe ich hier Metall hingeladen, ne? Jetzt kommt mir alles wieder vor Augen. Das ist das, man macht hier einfach eindeutig zu viel. Und ihr dürft ja auch nicht vergessen, manche sagen jetzt von wegen... Oder ich sag mal so, wenn man dabei noch kommentiert, ist es auch nochmal eine Stufe anders, als wenn man das Ganze für sich selber spielt. Vergessen auch viele wiederum.
Und das ist wirklich so. Wenn man dabei noch labert und guckt und macht und tut und versucht, die Folgen noch zu füllen, dann kann man das ein oder andere, vielleicht auch mal alles, vergessen. Ja, ja, wir vergessen einfach alles. Aber diese Insel gefällt mir wirklich gut. Nochmal drüber schauen? Selbstverständlich. Sie haben uns etwas voraus. Alter, das ist ja mal richtig teuer. So, wir machen mal ein bisschen billiger hier und jetzt veröffentlichen. Natürlich wissen Sie, was das Beste. Ja, natürlich muss ich das machen. Sie haben bei mir geringen Eindruck hinterlassen. Oh, sie mochte meine Propaganda nicht? Sie schon. Geil. Jetzt habe ich vergessen, was ich hier machen wollte. Ich wollte gucken, was die Materialien machen. Wurst geht hoch, Steine geht hoch. Eisen geht auch hoch. Beziehungsweise Eisen habe ich ja hingeliefert. Hier wird ja nicht selber Eisen gemacht. Holz geht nach unten, das ist aber egal. Der Rest geht eigentlich auch hoch. Das heißt, wir können auch mehr Häuser bauen. Cool. Wir brauchen einfach alles voll mit Häusern. So. Können wir die Feuerwehr ein bisschen nach hinten ziehen? So, Feuerwehr steht ein bisschen weiter hinten. Schule ist in der Mitte. Sehr, sehr gut. Wenn wir den Marktplatz in die Mitte bauen, dann ist einer zu viel. Und das Wirtshaus können wir auch mehr in die Mitte bauen. Jetzt haben wir doch wieder die Gebäudedichte hier so. Cool. Was ist da los? Achso, das ist 2x2. Okay. Das habe ich nicht gesehen. So. Alles gut. Bretter, klar, Bretter gehen nach unten, ist ja kein Problem. Ey, man muss dann echt immer so Insel zu Insel gucken, was kann ich wo bauen. Das ist echt schon viel, wenn man so möchte, ne? Aber noch geil. Weil noch haben wir diese Welt. Und die müssen wir jetzt komplett besiedeln. Das ist unsere Aufgabe. Alles bereit. Bevor du dich überall breit machst, denk dran, was wir besprochen haben, ja? Ja. Du lehnst dich ganz schön weit aus dem Fenster, Schätzchen. Weißt du, sie hat zwei Inseln hier schon. Und ich bin der, der sich aus dem Fenster lehnt. Wie bist du denn drauf? Ich glaube, es hackt gleich. Da gibt es ganz viele Quellen, sehe ich gerade. Und jetzt ist natürlich die wunderschöne Frage. Also ich habe das, wie gesagt, ich habe das in der Kampagne ja mal gespielt. Aber wie gehen wir hier vor? Ich glaube, wir fangen mit einer super langen Straße an. Das macht sogar keinen Sinn. So, super lange Straße habe ich schon mal fertig. Boah, die sieht aus wie die Map im Singleplayer. Ich glaube, das ist die aber nicht. Also ne? Im weiß der Bescheid. Vom Stapel gelaufen. So, ein Jalapeno-Häuser. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ja, gehen wir doch nicht am Sack jetzt. Zeitalter Tradition. Ich will doch nur, dass hier was passiert. So, warte, das ist ganz wichtig. Holz. Noch mehr Holz. Stand gespeichert. So, ein Lagerhaus hier an der Ecke. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass wir Holz wirklich haben. Ah, passt eh nicht dahin. Brauche ich gar nicht zählen, Alter. So, Sägewerke, 2 Stück.
So, Einwohner haben wir auch. Nahrung wäre noch ganz gut. Ah, gebackene Bananen. Da brauchen wir aber 50 Leute. Oh, und ein Marktplatz. Alle so, boah, wir sind so traurig. Alle. So. Haben wir rucki zucki mal eben die neue Welt bevölkert. Ich würde mal sagen, Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns wieder im nächsten Part von Anno 1800, wo wir die neue Welt, wie sagt man das? Ausnehmen? Okay, haut rein. Tschüss.